Willkommen. Ich möchte jetzt für unsere letzte Übung des Semesters einige Beispiele geben, sodass Sie wissen, wie die Aufgabe ungefähr sein wird. Sie werden 20 Minuten Zeit haben, um eine topologische Grammatik zu erstellen. Sie werden bekommen einen solchen Graphen oder ein solches Layout. Und das möchte ich gerne, dass Sie das als Regelsystem programmieren. Also Sie können alle Hilfsmittel benutzen, die Sie sich vorstellen können. Ich möchte gerne sehen, dass Sie eine solche Grammatik aufbauen können. So, vor allen Dingen werden Sie den Code, den ich hier gebe, wiederverwenden und einfach anpassen können. So wird das sein. Wenn Sie jetzt eine solche das Layout hier haben, geht es darum, herauszufinden, wo die Symmetrien sind und entsprechend diese Level of Details oder die Schritte der Verfeinerung anzupassen. Was Sie jetzt hier sehen, ist zwei Rechtecke, die aufrecht stehen. Das würde ich sagen, ist der erste Schritt. Sie können immer das im alternativen Denken. Aber so denke ich, ist das der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre jetzt, dass man in dieses Volumen des Gebäudes, im Perimeter der zwei Gebäude, Räume einzieht. Das sind diese vier Räume und der zentrale Raum. Das wäre der zweite Schritt. Und der dritte Schritt wäre, dass man die Fassade elementiert. Gut. Gehen wir also vor. Das, was Sie eigentlich so lassen können und so gebrauchen können, wie es ist, und ein bisschen größer, kleiner machen können, ist das Raster. Also gehen wir mal hierher. So, das sind hier Koordinaten, wenn wir das schauen wollen, wie die aussehen. So, das sind Tabellen, mit denen Sie Arrays von Zahlen aufbauen. Wir sehen hier i minus 5 bis 5 und dann j minus 3 bis 3. Es werden immer i und j hier zusammengesetzt als Koordinatenpaar. Das heißt, in der ersten Liste, das sehen Sie hier, gehen Sie diese drei Elemente, minus 5, minus 5, minus 5, minus 5 von minus 3, minus 1, 1, 3. Weil das steht von minus 3, 3 in Schritten von 2. So, und das war das erste Element von i. Und das hier ist das zweite Element von i. So, das heißt, die gehen jetzt wieder in Schritten von 2 auf hier, minus 3, minus 3, minus, so. Und dann minus 3 gehen sie wieder weiter und so machen die das mit allen Elementen, bis sie hier da sind. Und entsprechend geht das mit dem kleineren Raster hier auch. Das ist für die Übung sekundär. Sie haben in den Vorlesungen gesehen, dass man das deformieren kann, dass sie eigentlich normalisiert, so wie jetzt in diesen Beispielen, zum Beispiel eine Fassade organisieren können und diese Fassade dann um ein Gebäude in eine beliebige Form bringen können. Die Topologie, das heißt das Zusammenspiel der Fassadenelemente, können Sie gleich behalten und nur die Punkte, an denen sich die Elemente fügen, die können Sie im Raum beliebig deformieren. So werden diese komplexen Fassaden gemacht. Und dann kennt man das Zusammenspiel der Elemente, was immer gleich ist, aber die Form der Elemente ist dann jeweils unterschiedlich. So, wir wollen uns jetzt hier nur mit normalisierten Konstellationen beschäftigen. Deswegen ist das Raster hier sekundär. Gut. Als nächstes wollen wir diese zwei großen Quadrate aufbauen. Wir gehen her und schauen uns das an. Also, wir sagen, das ist von dem Raster 1 die Koordinate 1. 1, 1, das ist dieser Punkt. Das sind Schritte von 2
Also haben wir hier R1, 1 von 4. So, sagen wir 1, 1 und dann 1, 2, 3, 4. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist 3, 1. Also x1, 2, 3, 1. Und dann der vierte Punkt ist 3, 4. 1, 3, 4. So, das wären also 1, 2, 3, 4 die Koordinaten. Und dann machen Sie das Ganze nochmal. Das ist dann hier. Das ist dann dieses Rechteck. Und die Ecken, das können Sie jetzt sich so darstellen. Lassen wir das mal anschauen. So, das Raster können wir zeichnen, brauchen wir nicht. Lassen wir das mal weg. So, wenn Sie jetzt die Koordinaten hier so nehmen und jetzt einen Graphen erzeugen, nur mit den Koordinaten und keine Ecken, und das anzeigen lassen. So, dann sehen Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6 angeordnet entsprechend der Indexe auf die tatsächlichen Koordinaten, die wir hier in einer Tabelle aufgebaut haben. So, wenn wir das jetzt verknüpfen, brauchen wir zusätzlich die Ecken. Da sagen wir 1 nach 2, 4 nach 3, 5 nach 6, ich habe ein bisschen durcheinander, 8 nach 7, 3 nach 1, 7 nach 5, das gucken wir uns das an. Es ist aber so, das heißt, wenn wir jetzt hier anstelle das ohne Ecken zu haben, nehmen wir jetzt hier die Edges und dann müssen wir diese entsprechende Verknüpfung haben. 1 nach 2, 2 nach 4, 4 nach 3, 3 nach 1. Das könnten wir jetzt hier umstellen. Das ist irgendwie anders entstanden. So, das sind unsere beiden Rechtecke und das ist unser Schritt Nummer 1. Wenn Sie das darstellen wollen, in der Art, wie wir das hier haben, ohne die Richtung und ohne den Label, dann sagen Sie NTP blank graph von, das ist G1 und dann sieht das so und sauber aus. Gut. Der nächste Schritt ist, wir möchten gerne jetzt die Räume einziehen. Deswegen brauchen wir einen zweiten Graphen, mit dem wir den ersten Graphen verfeinern. So, das machen wir jetzt genauso wie vorher. Sie können sich das genauso analysieren. Lassen wir uns das schauen. Wir gehen in dem gleichen Raster. Eigentlich ist das unerheblich. Wir gehen von Ecken 1, 2, 4, 3. Das könnten Sie jetzt sich auch anschauen. Und jetzt sagen wir, nee. Genau. Ah, das war dieser hier. So. Und jetzt gehen Sie her und jetzt sagen wir, das ist eine Transformation. T1. Hier haben wir, so, probieren wir das, schauen, was das ist. Und dann sehen wir wieder das mit dem Raster im Hintergrund. Das können Sie weglassen. RT ist jetzt nicht bekannt, das ist blau. So, das ist jetzt unsere Unterteilung. So, wir können das genauso analysieren, wie wir das hier oben gemacht haben. Und jetzt kommt der Schritt, mit dem ich diesen Untergraphen, diese Produktion auf dieses Layout anwende. Und das geht jetzt einfach, indem ich das hier so mache. Detail Graph. Jetzt schauen Sie, dass Sie hier den Graph, der verfeinert werden soll, durch den Graphen, mit dem Sie verfeinern, der verfeinert. So, und das muss hier mit einem Regelzeichen verknüpft sein. Machen wir mal hier, wollen nicht erwähnen. Das muss mit einem Regelzeichen verknüpft sein. So, was Sie hier haben, ist eine Liste von einer Liste, das so würde ich das anfangen, hier, also wirklich auf die zwei aufpassen. Und jetzt sagen Sie,
In dem G1 möchte ich matchen auf diesen Pfad 1 nach 2, 2 nach 4, 4 nach 3. Das ist also dieses Element, möchte ich gerne als Schlüssel nehmen, um von T1, das ist dieses, das zu ersetzen. Und zwar soll dem ersten Punkt die 1 entsprechen. Das heißt, 1 soll auf 1 gehen. Dann steht hier der zweite Punkt, das ist die 2. Dem soll die 4 entsprechen. Dieser Pfad geht auf den nächsten Punkt. Das dritte Ereignis hier ist die 4, der ist hier. Das entspricht der 8, das haben wir hier. Und als viertes Element sehen wir die Nummer 3 und das entspricht der Nummer 5. So, wenn wir das hier so beschreiben, dann sehen wir, dass es eine Liste von möglichen Ergebnissen gibt, und zwar einmal diese Lösung und einmal diese Lösung. Und das kommt daher, weil diese Dinge, das hier, ich kann Ihnen auch hier das zum Beispiel auf False machen. So, das sehen wir jetzt hier, wie das, so, weil dieses Element hier, dieses U, so gehen kann und so gehen kann, kann das hier viermal eingepasst werden. So, wir sehen jetzt hier, dass das jeweils, dass es diese vier Lösungen gibt. Jetzt kann ich sagen, ich möchte gerne, dass die Regeln auch die Länge in Rechnung stellen, also nicht nur die Topologie, sondern die Länge der Elemente. Das würde bedeuten, dass nur dieses hier mit diesem hier isomorph ist, mit der Länge. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt sage Längs, die soll er auch betrachten, dann gibt es nur diese beiden Lösungen. Ich sage, dass sie sich nicht überlagern sollen. Machen wir das hier mal zu. Wenn sich die Lösungen überlagern sollen, dann sehen Sie jetzt hier, dass die beiden gespiegelten Lösungen beide feuern. Und das heißt, wir haben jetzt hier doppelte Belegung im Zentrum. Wenn wir das machen, sagen, es soll sich nicht überlagern, die Lösungen, dann kriegen wir zwei alternative Lösungen, die in diesem Fall gleich sind, außer der Nummerierung, also der Reihenfolge, wie sie aufgebaut ist. Und davon nehme ich dann zum Beispiel das erste. Und das ist jetzt meine Verfeinerung. Gut. Jetzt kann ich mit dem Highlight, Graph Edit Group, G2, schauen, welche Kanten isomorph sind, um zu schauen, wie die Symmetrien sind. Da sehen Sie, diese Kante hat ein anderes Verhältnis im Zusammenspiel mit dem System als diese Kante zum Beispiel. So, das ist alles in der Vorlesung geschrieben. Nächster Schritt, die Räume. Wir bauen einen Graphen T2. Das Raster haben wir hier wieder. Wir können auch das wieder weglassen. Dann haben wir jetzt hier einen Graphen T2 wieder so aufgebaut. Und den fügen wir jetzt ein. Und wir sagen, wir möchten gerne das hier einfügen und hier einfügen. Jetzt sehen wir, dass die Dinge hier alle isomorph sind. Das heißt, vermutlich ist es, also das werden wir jetzt probieren, wenn wir das jetzt hier einfügen, dann wird das gedreht auch hier eingefügt, hier und hier. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass
1 auf 11, 2 auf 2, 4 auf 4, 5 auf 9 gehen. Schauen wir, wie das geht. Also, oder wie haben wir das hier gemacht? 3 auf 1, 1 auf 12, 12 auf 10. 3, 1, 1 auf 12, 12 auf 10. So, lassen wir das hier mal weg. Das hier weg. Dann sehen wir, dass das genau so matcht. Viermal, weil diese Dinge hier isomorph sind in allen Drehungen. So, jetzt können wir wieder das hier highlighten. Jetzt sehen wir andere Isomorphien. Wenn wir jetzt, wir machen eine, das können wir wieder rauslöschen, eine Fassade, gerade diese Ecke. Und hier sehen wir jetzt, dass wir zwei verschiedene Ecken haben. Einmal diese grün-gelbe und einmal die violett-gelbe Ecke. Jeweils viermal. So. Also fangen wir an und legen. Das müssen wir jetzt hier anpassen. Ein bisschen kleiner. Ich kann auch jetzt hier das hier immer auf ein zweites Fenster machen. So. Detail Width. So, wir gehen auf den Graphen G3. Das ist G3 hier. G3. Und wir nehmen die Kante 20, 1, 12. Also 20, 1. Passen Sie immer auf, dass das in der richtigen Richtung ist, sonst kann es nicht matchen. 1, 1, 12. Und wir haben 10, 3, 3, 20. 10, 3, 3, 20. So, und das möchten wir gerne ersetzen durch T3. Und zwar 7, 1, 4. Und das für das zweite auch 7, 1, 4. Jetzt sehen Sie auch, warum wir hier immer die doppelte Liste haben. Selbst wenn Sie da nur ein Element, einen Pfad drin haben, weil Sie mehrere Pfade haben können. Was Sie brauchen ist, dass Sie dann von der Verfeinerungsgraphen eben genauso viele Entsprechungen bekommen wie hier. Sie können hier jetzt andere Zahlen angeben. Das hier auf das, das hier auf das. Und das Ganze wird jetzt G4. Wenn wir das jetzt anwenden, sieht das so aus. Nehmen wir das hier in Ihr Beispiel, was nicht ganz richtig war. So aus. Und wenn ich das jetzt blank darstelle, ist das exakt das, was wir hier oben in der Aufgabe formuliert haben. So, von dieser Art wird die Übung sein. Ich werde Ihnen eine solche Aufgabe geben und Sie müssen jetzt mit dem Code, den Sie hier haben und den Beispielen, den Sie hier haben, das genauso zusammenbauen. Das wäre es. Ich habe Ihnen andere Beispiele gemacht. Hier zum Beispiel. Schauen wir uns das an. Wir machen die Tabelle jetzt, weil das ein großes Ding ist, machen wir das Raster größer, damit wir genügend Koordinaten haben. So. Hier habe ich Ihnen, das ist auch erklärt, das so gemacht, dass Sie jetzt ein Raster bauen können von 6 mal 4 Elementen, 6 mal 4. Hier werden jetzt Indexe gebaut. Die Indexe werden jetzt auf die Koordinaten geholt. Das sind die Koordinaten, das, was wir sonst immer manuell eingeben. Die Edges, auch das, was wir hier manuell eingeben, hier. Und das zeigt sich dann als Raster. So, wenn wir das anschauen und jetzt highlighten, die Ecken, dann sehen wir, wie das immer geht.
Wir sehen jetzt diese Form von Symmetrien, die sich notwendigerweise in dieser Art von architektonischen Strukturen geben. Und daran sieht man, dass das ein kristallines Wachstum ist. Sie fangen an einer bestimmten Stelle an, dann kriegen sie an den Kanten spezielle Situationen. Der Kern fängt an, regelmäßig zu werden. Es wird auch diese X-Achsen startet. Die X-Achse endet in Y. Und auf dieser Achse wird das auch so sein. Und in der Mitte stabilisiert sich dann eine Regularität. Lassen wir das schauen. Wir können das gleich auch noch mal ein bisschen größer machen. Wir gehen jetzt her, um da jetzt zu schauen. Wir haben einmal das Raster. Das haben wir jetzt gesehen. Wir müssen die Fassade machen und wir setzen dann in die Mitte diese Verfeinerung für zum Beispiel die Gebäudekerne. So. Also, das ist unser Raster, das heißt G1. Wir haben das gehighlightet, das ist nur um Orientierung zu kriegen. So, jetzt machen wir die Fassade. Das ist nur 1, 2, 3. Wir wollen ja ein Element, was so aussieht, durch drei Fassadenelemente ersetzen. Das ist unser Element hier. Wir haben das auf Raster 2 gesetzt, das ist nicht, wir können es auch mit 1 machen, weil das immer proportional eingebaut wird. So, und jetzt ist klar, dass wir diese Regel auf 1, 2 setzen müssen. Das würde 1 hier auch dann funktionieren. Also machen wir das mal eben, schauen, wie das geht. Okay. So, also wir gehen hierher. So. Also wenn Sie das wegmachen, dann fangen an, die Klammern bunt zu werden, dann haben wir durcheinander. So, hier ist das jetzt wieder richtig und hier ist das wieder richtig. So, 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 so. Nur das ist G2. Und wenn Sie das jetzt hier schauen, haben wir jetzt an der Kante 1, 2. Und weil die Struktur gleich 1,5 ist, klappt das hier auch. So, jetzt wollen wir natürlich hier auch. Das heißt, wir gehen jetzt hierher und kopieren das hier. Und sagen, parallel dazu möchten wir gerne zum Beispiel 5, 9 auch haben. 5, 9. Und das soll auch wieder von 1 nach 4 gehen in unserer Verfeinerungsgraphen. Machen wir das. Und dann sehen Sie, dass das an diesen all den isomorphen Kanten sich so verfeinert. Und so gehen Sie durch alle Kanten, die Sie so verfeinern wollen, einfach durch. Und das macht dieser Graph. Also wir haben jetzt hier also diese Regel, die dann das ganze Ding verfeinert. Wir können jetzt hier wieder sehen, für die Fassade, wo Sie strukturell gleiche Elemente haben. Wir sehen jetzt hier, dass dieses lila Element immer einen Abgang hat und davon weggeht und das grüne immer in einen Abgang reingeht und so weiter. Und dann haben Sie diese spezielle Situation hier an den Ecken, die spiegelsymmetrisch hier gleich sind, hier unterschiedlich. So. Sie können das auch, je nachdem, wie Sie das bauen, unterschiedlich organisieren. Das ist auch interessant. Also Sie könnten jetzt ja diesen Vektor hier unterschiedlich setzen, also zum Beispiel in die andere Richtung setzen. Und dann würde sich das Spiel komplett anders kristallisieren. Dann haben Sie einen anderen Kristall. So. Jetzt möchten wir gerne hier das verfeinern, das war die Aufgabe hier. Das heißt, wir setzen einfach jetzt hier 6, 7, da hier. Ja, wollen wir das? So, erzeugen einen solchen Graphen. Das ist jetzt T2. Hier, T2. Und jetzt sagen wir, dass der G2. So, dass der 6, 7, 7 geht nach 11. Wir müssen immer aufpassen, dass diese Directed Edge,
Das können Sie erzeugen mit Escape, Directed Edge, Escape. Und dann haben Sie diesen Pfeil mit dem Punkt. So, das können Sie auch kopieren, also Copy-Paste. So, also, und das muss immer hier mit den Kanten hier so. Jetzt müssen, deswegen müssen wir jetzt 6 nach 7, das sehen Sie hier. 7 nach 11, 6 nach 10, 10 nach 11. Das ist unser System hier. So, und jetzt ersetzen Sie das durch 1, weil der nächste war 7, war also oben, das ist also auch hier 7. Den nächsten, den wir treffen, ist die 11, das ist also diese Ecke, das heißt, das wäre jetzt hier die 9. Und dann treffen wir die 10 und das ist diese Ecke, das ist die 3. Und wir gehen immer in der Reihenfolge der Vertices, die getroffen werden. Und wenn man die dann wieder trifft, zum Beispiel hier, dann ignoriert man. So, so werden die Schlüssel gebaut. Jetzt können wir das hier probieren, wie das aussieht, wenn wir das matchen, nur mit dem ersten. So, dann müssen wir auch hier den weglöschen. Dann können wir das Semikolon wegmachen, damit wir das sehen. Und dann sehen wir, das matcht hier. Und aus irgendwelchen Gründen ist das hier nicht isomorph zu dem. Und ich denke, dass, ja, das liegt daran, dass hier die Pfeile reinkommen, da rausgehen. Die Konstellation hier, denke ich, ist anders als hier an der Kante. Gut, das heißt, wir müssen das Gleiche nochmal machen. Setzen also jetzt hierfür dann explizit ein zweites Matching auf. Und das hatten wir mit diesem zweiten Liste hier gemacht, das dann auch wieder erfordert, dass wir ein zweites Mal die Entsprechungen bauen. Wenn wir das machen, sind wir hier und das können wir wieder plain darstellen und das war wieder dieses Beispiel. Gehen wir um ein 2b. Das macht jetzt das gleiche Regelset, das ist ja jetzt interessant, einfach größer. Dafür machen wir die Tabelle hier größer, also die Raster wieder größer, damit wir mehr Platz haben. So, wir setzen jetzt statt, was wir da hier hatten, wir 6, also 4 in Y und 3, 4, 5, 6 in X, sagen wir jetzt einfach mal 8 mal 6. Und das macht jetzt hier einfach ein großes Grid, wenn wir das nicht alles eintippen. Keine Fehler. So, und das sieht jetzt so aus. Wir können jetzt wieder schauen, wie sich so ein Kristall organisiert. Und Sie sehen, wir haben immer spezielle Dinge, das werden wir in der Baukonstruktion sehen, spezielle Dinge hier in den Ecken. Wir haben spezielle Dinge an den Fassaden. Das sind spezielle Funktionen. Und dann haben wir einen homogenen Innenbereich. So bauen sich diese Kristalle auf. So, das, daraus folgen unmittelbar die Nutzungen und so weiter. Man kann das nicht unterschätzen, wie bedeutsam das ist. Man macht das sehr intuitiv und es ist ja auch kein besonderes Problem. Aber es zeigt sich explizit an diesen Stellen und meine Hypothese ist, dass Sie das sehr präzise wissen müssen, um ein kompaktes Gebäudeinformationsmodell zu bauen. Nämlich darum geht es, dass wir sowas wie den Gencode von einem Gebäude haben, der mit wenigen Symmetrien und Zahlen fehlerfrei das Gebäude entfalten kann. So, deswegen diese Form von Symmetrien, die sich entwickelt, sehr entscheidend. So, wir nehmen einfach unsere Regeln, wie wir die vorhin auch hatten, und wenden die jetzt an. Wir sehen die isomorphen Positionen und haben das jetzt hier so aufgebaut, wie vorhin auch, und das Ding rastert einfach eine Fassade durch.
wird dann wieder die Isomerphien machen und wir sehen, es fängt dann an, langsam zu werden, weil es nicht wirklich optimiert ist in der Programmierung, was extrem komplex ist. So, jetzt bauen wir, nehmen wir wieder unsere Regel für, die hatten wir oben schon, das ist die gleiche, nehmen wieder dieses Element hier und bauen das jetzt ein. Gehen wir hierher und sagen G2. So, und jetzt bauen wir das, diese Regel, auf 15, 16, 16, 22, 15, 21, 21, 22. Das gleiche Spiel wie vorhin, 1, 7, 9, 3. Wenn wir das jetzt anwenden, rastet sich das so durch und sieht blank so aus. Und da sehen Sie, mit welchen Schichten dann diese Symmetrien dazu führen, dass sie tatsächlich dann im Inneren regulär behandelt werden, diese Struktur. Gut, das ist fein. Nehmen wir das nächste Beispiel. Wenn wir das hier machen wollen, dann sieht es so aus, dass wir ein Element haben, was 4 mal 4, 4, 4 Quadrate hat. Dann bauen wir hier dieses Unterelement ein. Und dann möchten wir das gerne duplizieren. 1, 2, 3 mal in die Reihe machen. So, hier sehen wir, Graph G1 ist solch ein Element. Das sieht, diese Isomorphien sehen so aus. Oh, jetzt haben wir es einfach, ja, okay, wir haben es jetzt hier so gemacht, dass wir jetzt die Transformationsregel, also den Graphen selber als Transformationsregel gemacht haben. So, also was wir jetzt hier sehen ist, dass ich, lassen wir das mal hier, G1, ja, ist in dem Fall jetzt, G1 ist das hier. So, und jetzt sagen wir, ich möchte gerne diesen ganzen Graphen an diese Kante hier anschließen. Das heißt, ich möchte gerne an die Kante 7, 8, 8, 9, 1, 2, 3 von sich selber anschließen. So, also machen wir 7 nach 8 von G1, 7 nach 8, 8 nach 9, das ist hier. Und jetzt möchte ich gerne von G1 das gleiche Graph 1, 2, 3 dort anschließen. Hier. So, das gibt sich jetzt hier. So, da gibt es jetzt zwei verschiedene Lösungen. Eine, die das jetzt in unserem Sinne macht und eine, die das, weil das ja strukturgleich ist und spiegelverkehrt, ist das, also hier sehen Sie, ja, ist, klappt das, kann das auch darüber klappen. Das wollen wir nicht, also wählen wir jetzt hier diese Version 1 aus und haben das jetzt so erweitert. So, wir können wieder anschauen, wie die Isomorphien aussehen und machen das gleiche Spiel nochmal. So, auf die 13, 14, 15, die 1, 2, 3 von dem G1 anschließen. Wir könnten auch das G2 da drauf setzen, dann ja 1, 2, 3, und dann G2 und dann wird es noch länger. So, machen wir wieder G1 zurück. So, das sind wieder die Isomorphien. So wächst das. Bauen wir jetzt diese Form von Verfeinerung wieder rein, einen neuen Graphen, matchen den, das kennen wir jetzt, und haben dann diese Form von Verfeinerung. Und wenn wir das jetzt weitermachen, also dieses Element die gleiche Regel ansetzen, dann
bringen wir jetzt auch hier wieder so ein Gebäude mit einer Art von internen Struktur, die wir uns so darstellen können. Wenn das 4 so etwas, und jetzt gehen wir wieder dieses Element, wieder dieses Element, das einfügen, das Element mit sich selber anfügen, sich selber anfügen hier und dann hier, um so etwas zu machen. Dieses Element, diese Verfeinerung angewandt, Element auf sich selber, das verfeinerte Element auf sich selber erweitert, selber erweitert mit einem anderen Passepartout, jetzt Kreuz, über Kreuz hier passt und das selber wieder mit sich selber gematcht, um eine solche Struktur zu bekommen. Das ist topologische Grammatik und einige Beispiele. So, und das ist das, was wir in der Übung machen werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zur Sprechstunde.